Wir sind im Jahr 1189. In Europa herrschen die Adligen. Auch hier an den Ufern von Alster und Elbe. Einer von ihnen kehrt von einer langen Reise zurück in den Norden. Mit einer Vision. Graf Adolf? Der Graf ist zurück! Der Graf ist zurück! Virat! Adolf! Willkommen in der Heimat! Du lebst ja noch. Naja, so halb. Ist dein Gaul unterwegs verreckt? Wenn du wüsstest, Virat, was es da draußen alles gibt. Was siehst du hier? Das schönste Kot auf der Welt. Ich sehe hier Häuser aus Stein, Händler, Reichtümer, Schiffe aus aller Welt. Die Sonne war nicht gerade gut für dich. Doch, das war sie. Das hier, Virat, wird alles verändern. Pass gut darauf auf. Wie viele Arbeiter kriegst du zusammen? Schluss mit Dorf! Ha? Wir bauen die schönste Stadt der Welt! Hamburg und sein Hafen. Für die einen ist er ein Arbeitsplatz, für andere ein Ort der Sehnsucht. Manche machte er unermesslich reich, viele andere unendlich arm. Der Hafen hat viel erlebt und überlebt. Epidemien, Brände und Fluten, Kriege und Zerstörung. Aber auch Aufbau und Fortschritt. Wir erzählen, wie aus einem kleinen Anleger an der Elbe die Weltstadt wurde, die wir heute kennen. Unsere Geschichte beginnt vor mehr als 800 Jahren. Graf Adolfs kühne Idee ist, neben dem alten Hamburg eine neue Siedlung mit einem Freihafen zu bauen. Damit beauftragt er den Unternehmer Virat von Beutzenburg. Ein Marktplatz. Tyros, Konstantinopel. Das sind Städte. Schon mal gehört? Und warum? Handel. Du bist größenwahnsinnig. Du legst dich mit dem Kaiser an. Das Siegel des Kaisers. Ja! Der Graf hat eine Urkunde von Kaiser Barbarossa im Gepäck, den Freibrief für seine Hafenstadt. Er erlaubt den Hamburgern, sich mit ihren Schiffen, Waren und ihren Seeleuten vom Meer aus bis nach Hamburg zu bewegen, frei von allen Abgaben. Außerdem erhalten sie das Recht, Geld zu wechseln. So steht es geschrieben, auf Latein. Heute halten die meisten Fachleute die Urkunde für eine Fälschung. Hat Hamburg sich das kaiserliche Privileg erschummelt? Ob es seinerzeit schon eine Urkunde, ein Privileg gab, ob es ein mündliches Versprechen war, ob es vielleicht nur eine kleine handschriftliche Notiz war, wir wissen es einfach nicht. Also zweifellos ist das Dokument, das wir heute in den Händen haben, eine Fälschung. Wahrscheinlich so aus den 1220er Jahren. Das sagt Professor Martin Krieger. Er hat ein Buch über die Geschichte Hamburgs geschrieben und ist Spezialist für nordeuropäische Geschichte. Adolf war zweifellos ein cleverer Politiker mit heutigen Begriffen. Er hat sich rechtzeitig auf die Seiten des Kaisers gestellt und davon natürlich unglaublich profitiert.
Er schummelt oder nicht, der Freibrief samt Siegel macht Hamburg innerhalb weniger Jahrhunderte zu einer der wichtigsten Hafenstädte Nordeuropas. Eine neue Schicht entsteht, die der Kaufleute. Tüchtigkeit ist nun wichtiger als Abstammung. Gute Geschäfte, nicht mehr Kreuzzüge, locken in die Ferne. Die Kontore sind die neuen Burgen, das Geld die neuen Waffen und das Rechnungsbuch die neue Bibel. Allmählich weht ein neuer Wind, der Wind der Hanse. Hamburg wird im 13. Jahrhundert Mitglied der Hanse. Sie ist ein Netzwerk aus über 70 Handelsstädten, darunter Lüneburg, Bremen, Köln und Lübeck, dem mächtigen Haupt der Hanse. Ihr Ziel? Sich auf Handelswegen vor Piraten schützen und gemeinsame wirtschaftliche Interessen im Ausland vertreten. Es ist der Beginn des Kapitalismus im Norden und der Elbhafen boomt. Schon im Mittelalter herrschen im Hamburger Hafen klare Regeln. Eine Hafenordnung schreibt vor, wo die Schiffe liegen dürfen, wo sie geladen oder gelöscht werden. Alle Hafenarbeiter müssen in Hamburg wohnen. Wir brauchen mehr Leute. Was schnackst du da? Bist du ein Mann oder bist du eine Maus? Ich schaff das nicht. Jetzt hilf doch mal. Der Lohn der Träger steht vorher fest, egal wie viel sie leisten. Pass auf, wenn du was zu beißen haben willst, pack an. Sonst hau ich ab. Der Hafen bietet vielen Menschen Arbeit. Täglich kommen Schiffe an, muss Ladung gelöscht werden. Die Waren werden in Fässern und Kisten transportiert. Ein mächtiger Holzkran bewegt die besonders schwere Fracht. Er wird von Pächtern jeweils für ein Jahr betrieben. Die Kräne im Mittelalter funktionieren wie ein Hamsterrad. Nur, dass die Hamster Menschen sind. Meist arme Knechte und Mägde. Zwei solche Kräne stehen im Hafen und befördern die Ware von den Booten an Land und umgekehrt. Dann bringen sogenannte Böter die Fracht auf kleinen Schuten zu den großen Handelsschiffen. Die Wege sind kurz. Der Hafen liegt im Mittelalter noch an der Alster. Um die nötige Wassertiefe für die Schiffe kümmern sich die sogenannten Ballaster. Und sie bestrafen jeden, der Müll und Ballast im Hafen beseitigt. Ist ein Schiff beladen, wartet es auf den richtigen Wind und macht sich dann auf den Weg in die Nordsee. Die Kaufleute müssen ihre Schiffe ohne Kompass navigieren. Sie besitzen nur ungenaue Karten. Dafür nutzen sie aber die Sterne und vor allem ihre Erfahrung. Wissenschaftler haben diese Kogge, die Ubener von Bremen, nachgebaut, originalgetreu nach einem Fund in der Weser. Dieses Hanseschiff ist sehr praktisch im küstennahen Gewässer. Hier haben wir flache Gewässer, wir haben das Wattenmeer in der Nordsee, wir haben aber auch Sandbänke und vor allen Dingen in den Flüssen hat man Sandbänke, die sich auch bewegen. Mike Belasus ist Archäologe und forscht am Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven. Und dieses Schiff ist mit einem sehr platten Boden gebaut worden und dieses Schiff hat keinen Kiel. Es ragt also nichts in der Mitte des Rumpfes unter Wasser noch mal extra ins Wasser, so dass man irgendwo hängen bleiben könnte. Hunderte solcher Hanseschiffe sind im Mittelalter auf den Meeren und Flüssen Nordeuropas unterwegs. Sie bringen die Handelsware sicher ans Ziel. Im Hafen müssen damals auch die Kinder ran. Da liegen 4 Koggen aus Riga. Alles klar, ich sag Bescheid.
Der Hafen ist ein geschäftiger Ort für hart arbeitende Menschen. Ein wichtiges Exportgut ist Bier. Jeder zweite Hamburger ist in Brauereien beschäftigt, auch Frauen und Kinder. Für die Männer, die es transportieren, gibt es eine eigene Berufsbezeichnung: Kneveler. Boah, sind 4 Korken aus Riga reingekommen. Dann hol doch gleich noch mal ein Fass ran. Jo. Bier trinken im Mittelalter sogar die Kinder. Die ganze Bevölkerung trank Bier, also tatsächlich vom Säugling bis zum Greis. Hartmut Roder ist Historiker und unter anderem Spezialist für Piraten, kennt sich aber auch mit den damaligen Trinkgepflogenheiten aus. Bier muss man sich in der damaligen Zeit als Grundnahrungsmittel vorstellen. Das ist flüssiges Brot. Und es war besonders erforderlich, auch in diesen Hansestädten am Meer. Warum? Das Wasser, das Grundwasser, war teilweise versalzen und verseucht. Das heißt, man musste irgendetwas Flüssiges zu sich nehmen, welches abgekocht war. Und man darf sich das Bier des Hochmittelalters überhaupt nicht vorstellen als tatsächlich Bier, wie wir das heute kennen. Das war im Grunde genommen so eine Art von Kräutertee. Und es ist vor allem haltbar. Das macht Bier auch zum Exportschlager. Importiert werden im Mittelalter vor allem Felle aus dem hohen Norden, Schafwolle aus dem Westen und Wachs aus Nowgorod. Heringe aus dem Ostseeraum sind ein beliebtes Handelsgut, aber erst getrocknet oder gesalzen. Überhaupt ist Pökelware beliebt. Getreide kommt über die Elbe aus dem Hinterland. Teer und verschiedene Erze stammen aus dem Ostseeraum. In den Osten Europas bringen die Kaufleute wiederum Gewürze wie Pfeffer und Tuche. Die Frachtschiffe des Mittelalters sind alles andere als schnell. Dafür sind sie aber sehr stabil. Je nach Bauart heißen sie Holk, Krawel oder Kogge. Die Hanseschiffe waren Lastesel. Zeit hatte damals noch nicht die Bedeutung, wie sie die heute hat. Diese Schiffe waren relativ langsam. Maximal 5 Knoten, damit ist man so über das Meer gefahren. Es ging eher darum, anzukommen. Und man musste ja auch auf den richtigen Wind warten. Und den konnte man sich nicht aussuchen. Ziel der Handelsschiffe sind andere Hafenstädte und die 4 Hansekontore in Brügge, Bergen, London und Nowgorod. Grundlage des Hansehandels ist der Transport von Rohstoffen aus dem Osten in den technisch bereits entwickelteren Westen. Eine unentbehrliche Importware für den Hamburger Hafen ist Salz aus Lüneburg. Das weiße Gold ist heiß begehrt fürs Konservieren von Lebensmitteln. Im Mittelalter machen die Kaufleute mit Salz und Heringen gute Geschäfte, solange sie sich nicht übers Ohr hauen lassen. Dann zeig mal her. Braucht ihr gar nicht zu prüfen. Alles beste Ware. Ja, klar. Das hier, mach mal auf. Alles Salz. Will ich doch hoffen. Und die Heringe? Alles frisch. Nicht so zaghaft. Frisch? Mhm. Halt, halt, halt. Noch einen von schön weit unten. Ach nee. Das ist ja ekelhaft. Beste Ware nennst du das? So was kann schon mal vorkommen. Ich kann euch auch im Preis... Schon gut. Ich nehme das Salz und fertig. Die Lieferanten jubeln den Kaufleuten nicht nur faule Fische unter. Der Wein wird gerne mal mit Wasser gepanscht oder Wachs mit Eicheln gestreckt.
Man taucht auch mal die Säcke ins Wasser, um so mehr Geld für angeblich mehr Gewicht zu bekommen. Doch die Hanse-Kaufleute müssen nicht nur vor Tricksern auf der Hut sein. Sie haben noch ein anderes Problem. Von unten nach oben hast du hier die Linie für die Einser, hier die Zehner, die Hunderte und ganz oben für die Tausender. Verstanden? Gut. Dann mach mal 300. 100, 200. Genau. Und zwischen den Linien sind die Haltwerte. Also 5, 50, 500. 8 wären also 5 plus 3. 5 und 3 einer. Kapiert? Jetzt zeig mal 107. Wie willst du jemals ein Kaufmann werden? Was habe ich von den Zwischenräumen gesagt? Wie ist 7? Rechnen ist eine vertrackte Angelegenheit. Denn die Kaufleute arbeiten mit römischen Zahlen statt mit arabischen. Und das geht nur mit einer Art Abakus. Das Rechnen auf der Linie ist kompliziert. Und wenn sie mal verrutschen, kommen die Kaufleute schnell vom Hundertsten ins Tausendste. Gut, aber in dem Tempo. Wie lange wirst du für das hier alles brauchen? Die Eingänge, die Ausgänge. Das muss zack, zack gehen. Das Problem hier war, die Einer waren auf den Linien, die Zehner waren auf den Linien, in der Mitte im Raum waren auch noch Rechenpfennige. Man kam ständig durcheinander. Außerdem konnte man auch keine Verluste damit berechnen. Auch Dezimalbrüche waren nicht möglich. Und deswegen war es ein Segen, als Adam Riese dann auf einmal mit den arabischen Zahlen kam, die man ganz einfach auch addieren, subtrahieren und multiplizieren konnte. Was den Hanse-Kaufleuten im Mittelalter aber noch viel mehr zusetzt als ihr kompliziertes Rechensystem, ist eine Gefahr, die den Seehandel beinahe zum Erliegen bringt. Seeräuber. Sie entern zwischen dem 13. und 15. Jahrhundert unzählige Handelsschiffe. Oft im Auftrag von Fürsten, die miteinander im Streit liegen. Sie sind gefürchtete Söldner zur See. Die Piraten werden gejagt. Immer wieder finden vor den Toren Hamburgs Hinrichtungen statt. Die Stadtväter lassen die Seeräuber auf dem Grasbrook köpfen. Heute liegt dort die Hafen City. Hier lässt, so die Legende, im Jahr 1401 auch der berüchtigte Störtebeker sein Leben. Zur Abschreckung wird sein Kopf für alle im Hafen sichtbar auf einen Pfahl gesteckt, neben den Schädeln seiner Spießgesellen. Entlang des Elbufers gibt es zahllose Verstecke. Fast an jedem Strand lauern die Freibeuter. Unter ihnen vielleicht auch der legendäre Störtebeker? Klaus Störtebeker in dem Sinne hat es nie gegeben. Es gibt zumindest keinen Beweis dafür. Wir haben keinen Beweis in Hamburg, dass er dort jemals war, dass er gefangen genommen worden ist und dass er geköpft worden ist. Was es gegeben hat, ist natürlich einen Kaperkapitän und einen ehrbaren Kaufmann, der auf den Namen Johann Störtebeker, Strittebeker etc. hört. Und der ist aktenkundig geworden, tatsächlich ab 1394. Aber diese heroische, raufende Gestalt, der auch trinken kann aus Eimern, diese Gestalt hat es leider nicht gegeben. Was die Hanse am Ende aber wirklich in den Ruin treibt, ist vor allem eins: ihre Konkurrenz. Russische Kaufleute und vor allem Händler aus den Niederlanden, später auch England, tauchen im 16. Jahrhundert auf. Sie unterbieten die Preise und erobern die Märkte. Ihre Landesherren geben nicht mehr den Hanse-Kaufleuten die Privilegien, sondern ihren eigenen. '1492 landet Kolumbus in Amerika. Der Ostseehandel verliert an Bedeutung. Die neuen Märkte liegen jetzt im Westen. Die Hamburger ergreifen ihre Chance.
Der Hafen wird bald zum Tor zur neuen Welt. Eine Vormachtstellung, die ihm andere Elbhäfen streitig machen wollen. Die Hamburger schlagen wenig hanseatisch zurück. Mit Waffengewalt zwingen sie alle Handelsschiffe auf der Elbe in ihren Hafen, damit sie nur in Hamburg ihre Waren anbieten. Die Skrupellosigkeit siegt. Bald umschiffen Kaufleute die anderen Handelsstädte wie Stade, Lüneburg oder Buxtehude. Die wehren sich auf ihre Weise und verklagen Hamburg vor dem höchsten Reichsgericht. Wie schon zu Barbarossas Zeiten greifen die Hamburger in die Trickkiste. Im Jahre 1567 lassen sie eine geografisch verzerrte Karte von 12 Metern Länge anfertigen. Sie soll den Richtern beweisen, dass die eigentlich kleinere Norderelbe, an der Hamburg liegt, der Hauptstrom ist und nicht die in Wirklichkeit breitere Süderelbe. Dass es also ihr verbrieftes Recht ist, alle Handelsschiffe in den Hamburger Hafen zu zwingen. Der Künstler Lorichs malt ihnen die Karte und verzeichnet auf ihr akribisch alle Seezeichen und sogar den Leuchtturm auf der Hamburger Insel Neuwerk. Für seine Darstellung erhält der Maler einen fürstlichen Lohn. Insofern ist sie etwas perspektivisch eine Manipulation. Aber sie zeigt sehr detailliert alle Leuchtfeuer, sie zeigt alle Seezeichen und sie zeigt, dass die Hamburger sich für diesen Fluss schon seit Jahrzehnten tatsächlich bemüht haben. Und das war der Grund dafür, dass das Reichskammergericht dann entschieden hat, ja, Hamburg muss das Stapelrecht für die Norderelbe haben. Und das war eigentlich der Sinn und Zweck der ganzen Übung. Und Hamburg hat damit einen ganz wesentlichen Schritt gemacht, um andere Länder, andere Nationen, andere Seefahrer anzuwerben, die hier ihre Ware anbieten konnten. Ohne Lorichs Karte wäre heute der Hamburger Hafen nicht das, was er ist. Ein internationaler Umschlagplatz, der zu den wichtigsten drei Häfen Europas gehört. Er wäre vielleicht ein Museumshafen geworden, so wie in Stade. Die Konkurrenz an der Elbe hat Hamburg erstmal abgehängt. Einst wichtige Hafenstädte wie Stade oder auch Lüneburg verlieren an Bedeutung. Im 16. und 17. Jahrhundert bauen die Hamburger ihre Vormachtstellung an der Elbe aus. Sie schützen sich mit einer Wallanlage, bleiben aber im Dreißigjährigen Krieg neutral. Denn die Neutralität sichert ihnen den Handel. Jüdische und reformierte Glaubensflüchtlinge kurbeln mit Kapital und Kontakten die Wirtschaft an. Hamburg wird jetzt weltläufig und zu einem Informations- und Kommunikationszentrum. Um auf dem sich globalisierenden Markt bestehen zu können, musste man natürlich auf dem neuesten Stand sein. Man musste die neuesten Zeitungen lesen, die damals aus den Niederlanden kamen. Und die Zeitung lasen die Hamburger Kaufleute in den Kaffeehäusern. Denn Kaffee war ja auch eines dieser neuen Produkte aus der kolonialen Welt, die dann über Hamburg Einzug in Deutschland und auch in Nordeuropa hielten. Auch wenn die Hamburger selbst keine Kolonien haben, der Handel mit den sogenannten Kolonialwaren expandiert. Durch die Verbindungen mit Großbritannien, den Niederlanden und Frankreich eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Frachtsegler beherrschen nun die Meere, beladen mit kostbarem Gut aus der neuen Welt, aus Afrika oder Indien. Kolonialisierung und Sklaverei machen Luxusgüter erst erschwinglich, auf Kosten Millionen verschleppter Sklaven. Die westliche Welt bereichert sich und der Hamburger Hafen wächst in eine neue Dimension. Seine Karriere als Welthafen beginnt. Über 3000 Schiffe im Jahr legen hier im 18. Jahrhundert an. Sie löschen Kaffee aus Arabien,
bringen indische Baumwolltuche, Seide und auch Pfeffer. Tabak kommt aus Virginia. Und Rohrzucker gelangt als Melasse nach Hamburg. Grönlandfahrer holen Waltran aus arktischen Breiten. Und der Rotwein stammt vor allem aus der berühmten Gironde. Bald fahren die Segler bis nach Fernost und bringen Porzellan und Tee. Neben den Kaufleuten entsteht eine neue reiche Schicht, die der Reeder. Sie bauen ein weltumspannendes Netz an Handelsrouten auf. Im Hafen drängen sich nun Schiffe, die aus Süd- und Nordamerika kommen, die nach Australien wollen oder bald nach Ostasien oder Afrika aufbrechen. Ende des 18. Jahrhunderts arbeiten mehr als 25.000 Menschen im Hafen, in perfekt organisierter Arbeitsteilung. Es sind Lotsen, Packer, Segelmacher, Matrosen. Tausende Arme zieht der Hafen an, alle auf der Suche nach Arbeit. Oft kommen sie aus dem Umland, schuften als Tagelöhner und bleiben. In kaum einer anderen deutschen Stadt ist der Unterschied zwischen Arm und Reich so groß wie in Hamburg. Unfähiges Pack. Pack's doch selber. Nicht in diesem Ton, nichts Nutz. Widerliches Gesindel. Komm, lass gut sein. Der kann's nicht besser. Eitle Pfeffersäcke. Euch treffe ich auch noch mal im Dunkeln. Für die vielen Frachtsegler wird der Alsterhafen der Hansezeit zu eng. Sie machen nun weiter draußen, direkt in der Elbe fest, an über 500 Pfählen, den sogenannten Duckdalben. Hunderte von Schuten bringen die Fracht von dort in die Stadt. Die Wege sind nun länger. Am großen Kran warten bereits Packer und Träger, um die wertvollen Kolonialwaren in die Speicher der Kaufleute zu schleppen. Köstlich, dieser Tee. Genießt du die Aussicht? Ja. Solange man nicht nach unten schaut. Dann schau nicht nach unten. Ohne die hätten wir auch nicht diesen Naschkram. Wohl eher ohne uns hätten die da unten nichts zu beißen. Aber der Hafen macht nur wenige wohlhabend. 8 von 10 Hamburgern leben am Existenzminimum. Politischen Einfluss haben diese Menschen nicht. Um 1800 ist der Hafen noch der Arbeitgeber in Deutschland. Doch 1806 besetzen Napoleons Truppen Hamburg und sperren den Hafen. Alles kommt zum Stillstand. Während Napoleons Kontinentalsperre gehen über 100 Handelshäuser pleite. Tausende Menschen verlieren ihre Arbeit. Herr Boysen, haben Sie nicht was zu tun für mich? Meine Kinder hatten schon seit einer Woche nichts zu essen. Das ist Weltpolitik. Beschwer dich bei den Franzosen. Da siehst du mal, wie die Pfeffersäcke uns brauchen.
Ich kenne einen Altona. Der hat einen Keller voll mit englischem Tuch. Diebstahl und Schmuggel sind an der Tagesordnung. Das fällt auch den Franzosen auf. Sie kontrollieren streng an den Stadtgrenzen. Immer wieder spüren sie Schmuggelware auf wie englisches Tuch und verbrennen es, gut sichtbar für alle. Hamburg litt ausgesprochen unter dieser Kontinentalsperre, allerdings nicht so stark, wie es häufig überliefert worden ist, denn die Kontinentalsperre war keineswegs hermetisch abgeriegelt. Helmut Stubbe-Dalusch ist Dozent für Geschichte in Hamburg und hat sich auf die Franzosenzeit spezialisiert. Erstens lag das nicht im Interesse der Franzosen, die es gar nicht riskieren konnten, dass sowohl der Kontinent als auch England nun in größere wirtschaftliche Nöte gerieten. Und zweitens lag es daran, dass die Kontinentalsperre unterlaufen werden konnte durch groß angelegte Bestechung der französischen Statthalter. Auch die einfache Bevölkerung weiß sich zu helfen. Nur ein bisschen Brennholz, nichts Verbotenes. Madame, s'il vous plaît. Moment mal, mit Anstand bitte. Was ist? Ihr seht doch, wir haben nichts. Sie verstecken etwas. Ich? Pack meine Frau nicht an, Mann! Meine Herren. Zucker? So ein Soldatenleben ist doch hart. Ihr braucht doch mal was Süßes. Zeigen Sie erst mal, was Sie unter dem Rock verstecken. Sieh an, feinstes englisches Tuch. Na, dann wollen wir mal eine Ausnahme machen. Die französische Besatzung dauert 8 lange Jahre und bleibt in schrecklicher Erinnerung. Napoleon war ein Gewaltherrscher, das kann man nicht anders sagen. Aber vieles von dem, woran die Franzosen sich gewöhnt haben, wurde routinemäßig und in kurzer Zeit auf Hamburg übertragen. An erster Stelle das Rechtssystem, das für ganz Europa vorbildlich war. Es wurden gleichberechtigte Wahlberechtigte. Und diese institutionellen Veränderungen, insbesondere das Rechtssystem, die sind auch damals von kaum einer Seite ernsthaft in Frage gestellt worden. 1814 ziehen Napoleons Truppen ab. Die Hamburger reparieren ihre Frachtsegler und nehmen den Hafen wieder in Betrieb. Nur 2 Jahre später bricht eine neue Epoche an. Die ersten Dampfschiffe fahren auf der Elbe. Es ist der allmähliche Beginn der Industrialisierung. Die Dampfer spalten die Meinung der Hamburger. Die Elbfischer fürchten um ihren Fang. Zu laut seien die neuen Schiffe. Besorgt ist auch die Hafenbehörde. Sie befürchtet viele Unfälle. Aber die Befürworter haben bessere Argumente. Der neue Antrieb macht die Schiffe unabhängig von Wind und Tide. Der Hafen wird wieder zu eng. Seine Anlagen werden erweitert. Und dann brennt erstmal alles ab. Im Mai 1842 bricht mitten in der Stadt ein Feuer aus. 20.000 Menschen werden obdachlos. Hamburgs historisches Zentrum ist Rauch und Trümmer. Nach dem Brand von 1842
war sofort klar, Hamburg muss moderner werden. Man musste diese archaischen Strukturen, diese archaische Bebauung überwinden. Das betraf einerseits die Häuser selbst, andererseits die Infrastruktur, aber auch den Hafen. Denn schon längst war klar, dass der alte Binnenhafen viel zu klein war für die immer größer werdenden Schiffe. Und schon bald nach dem Stadtbrand überlegten die Stadtväter, wir brauchen einen neuen, großen, modernen Hafen. Herr Dallmann, ich habe gehört, die Pläne unseres Wasserbaudirektors Höbe sind nicht nach Ihrem Geschmack. Warum? Mit allem Respekt für den Herrn Direktor. Schleusen sind ein Engpass, sind eine Bremse im System. Ein Schleusenhafen ist zu langsam. Und London, der größte Hafen der Welt, wird ein Schleusenhafen. Ja, wegen der Gezeiten. Dort ist der Unterschied zwischen Ebbe und Flut viel größer. Das brauchen wir nicht. Das Stichwort der neuen Zeit ist Geschwindigkeit. Ohne Schleusen können wir der schnellste Hafen der Welt werden. Meine Herren? Johannes Dahlmann wird schließlich selber Wasserbaudirektor. Er schlägt dem Senat ein künstliches Hafenbecken vor und will, anders als sein Vorgänger, einen offenen Tidehafen bauen. Der Unterschied des Wasserstands zwischen Flut und Ebbe ist damals in Hamburg gering, nicht einmal 2,5 Meter. Dahlmann kann sich durchsetzen und kurz darauf, im Jahr 1866, wird der Sandtorhafen eröffnet. Hier wurden schon Fälle berichtet, wo ein Schiff in 24 Stunden gelöscht und wiederbeladen wurde. Das gibt es sonst nirgends. Es hat uns nicht nur Nerven gekostet, verehrter Herr Dahlmann. Ja, aber man spricht in der ganzen Welt von uns. Ein moderner Hafen in nur 6 Jahren? Ich bitte Sie, das ist ein Rekord. Ich hoffe, das schlägt sich auch in barer Münze nieder. Was wird es, meine Herren? Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Auf den Hafen. Auf die Stadtkasse. Das Besondere am neuen Sandtorhafen ist, dass die Schiffe jetzt am Kai abgefertigt werden können. In diesem künstlichen Hafenbecken ist kein Umladen mehr auf Schuten nötig. Das spart viel Zeit. Moderne Dampfkräne hieven nun die Güter aus dem Schiffsrumpf sofort an Land. Wenige Jahre später, 1872, wird auf dem von Dahlmann errichteten Kai erstmals Fracht vom Schiff direkt auf die Eisenbahn umgeladen. Auch das eine Revolution. Heute liegt der Sandtorhafen im Schatten der Elbphilharmonie. Aus dem einst modernsten Hafen der Welt ist eine schicke und teure Wohngegend geworden. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ist Hamburg der schnellste Hafen überhaupt. Die Einführung der Eisenbahn in Hamburg ermöglicht unheimlich effizient, Waren von den Schiffen direkt auf die Eisenbahn zu verladen und in andere Städte und Landstriche zu bringen. Das macht den Hamburger Hafen unheimlich leistungsfähig und effizient. Melanie Leonhardt ist Historikerin und hat über die Hafengeschichte des 19. Jahrhunderts promoviert. Mit dem Eisenbahnbau, muss man sagen, bekommt auch die Industrialisierung in Hamburg noch mal einen großen Schub. Die Stadt gleicht einer riesigen Baustelle. Die Hamburger bauen ihren Hauptbahnhof, die U-Bahn, ebenso Museen und die Kunsthalle. Ganz neu ist auch die Gegend um die Mönckebergstraße. Eine der beliebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland, schon damals. Zur gleichen Zeit wird auch das Atlantik-Hotel an der Alster eröffnet. Der Bauboom in den Jahrzehnten vor dem Ersten Weltkrieg zieht immer mehr Menschen in die Stadt. Viele kommen vom Land in der Hoffnung auf ein besseres Leben.
Nirgends im deutschen Vaterland fühlt man den Pulsschlag des Welthandels so stark wie in Hamburg, steht in den Zeitungen. Stadtluft macht frei und Arbeit gibt es auch. Aber wo wohnen? Die meisten kommen im armen Viertel Hamburgs unter, dem Gängeviertel. Die Fachwerkhäuser sind feucht, die Fenster und Dächer undicht, es stinkt. Krätze plagt die Menschen. Manche wohnen sogar in den Kellern. Bei jeder Sturmflut ertrinken viele Bewohner. Die Überlebenden schaufeln den Schlamm weg und ziehen wieder ein. Die Wahrscheinlichkeit, als Neugeborenes zu sterben, ist größer als zu überleben. Wer zäh genug ist, schuftet sein Leben lang im neuen, industrialisierten Hafen. Mit der Veränderung und dem Ausbau des Hafens veränderte sich auch die Anforderung an den Hafenarbeiter und auch an die Hafeninfrastruktur. Die Schiffe wurden immer größer, es wurden immer mehr Hände gebraucht, um sie zu entladen. Es hält die Dampfkraft Einzug in den Hafen. Es gibt die Dampfkräne, die bei der Entladung von Schiffen behilflich sind. Sobald ein Frachtschiff festgemacht hat, beginnt eine eingespielte Choreografie von Schuten und Ewern, Schauer- und Quartiersleuten. Der Ablauf ist genau getaktet und die Ware, die die Männer vom Schiff in die Schuppen befördern, geht durch viele Hände. Und dann, 1894, erfindet ein deutscher Ingenieur die Kältemaschine. Nun verschiffen die Kaufleute auch Fleisch über die Weltmeere. Das Geschäft mit frischer Ware lohnt sich. Bananen kommen dazu. Die Frucht landet tonnenweise im Hamburger Hafen, denn die Deutschen lieben Bananen. Bald werden auch frische Trauben importiert. Vorsichtig verpackt in Sandkisten und genau begutachtet. In den großen Schuppen lagert unendlich viel Ware, zollfrei. Hamburg mit seinen vielen Speichern an den Fleten gleicht Ende des 19. Jahrhunderts immer mehr einer riesigen Lagerfläche, bis das Deutsche Reich die Stadt in sein Zollgebiet einbeziehen will. Es ist Otto von Bismarck, der damals die Hamburger dazu drängt, sich dem deutschen Zollverein anzuschließen. Aber ein Welthafen ohne Freihafen, wie soll das gehen? 1881 einigt man sich auf einen Kompromiss mit Folgen. Die Stadt Hamburg wird Zollinland, der Hafen dagegen Zollausland. Die 1200 Speicher an den Fleten in der Stadt sind nun überflüssig, da sie nicht mehr zollfrei lagern dürfen. Als Ersatz lässt der Senat die Speicherstadt bauen. Sie ist der größte zusammenhängende Lagerhauskomplex der Welt und steht als Kulturdenkmal auf der Liste der UNESCO. Heute lagern hier nur noch Teppiche. Dafür sind Museen untergebracht, Werbeagenturen, Restaurants und Verlage sowie die Hafenbehörde. Zum ersten Mal in der Geschichte des Hamburger Hafens wird zwischen Stadt und Hafen getrennt. Für Hamburgs heutigen Stolz verlieren damals 20.000 Menschen ihre Bleibe. Entschädigt werden sie dafür nie. Die Stadt lässt Millionen Eichenpfähle in den Elbsand treiben. Nur 6 Jahre dauern die Bauarbeiten. Dann kommt Kaiser Wilhelm II. Er weiht 1888 den ersten Abschnitt der Speicherstadt ein.
Die Kaufleute lagern hier vor allem Kolonialwaren wie Kaffee, Gewürze, Tee und Kakao. Denn die Speicherstadt bietet hinter den Backsteinwänden klimatisch perfekte Lagerbedingungen. Die vielen Obdachlosen, die der Bau der Speicherstadt auf die Straße wirft, müssen sich ein neues Zuhause suchen. Auch sie landen im überfüllten Gängeviertel. Nee, wie schrecklich. Und das schon beim ersten Kind. Armer Kerl. Es wird noch enger, denn es kommen immer mehr Auswanderer dazu. Das ist es. Что? И в этой грязной дыре нам надо жить? Нет. Was will sie? Ich verstehe kein Wort. Verzeihung, wir hatten schwere Reise. Но у нас ничего другого нет. Это всего на короткое время. Die sollen froh sein, dass sie überhaupt ein Dach über dem Kopf haben. Wer weiß, da in Russland waren das vielleicht mal feine Leute. Ja, ein Palast ist das nicht. Leute, was ist jetzt? Но у нас ничего другого нет. Это на короткое время. Давай. Viele Auswanderer kommen aus Russland. Sie sind auf der Durchreise in die neue Welt. Die Menschen flohen schlicht vor Hunger, vor wirtschaftlicher Hoffnungslosigkeit. Sie erhofften sich von einem Neustart in Nordamerika, sich eine kleine Existenz aufbauen zu können. Und das gleicht dem Schicksal vieler Flüchtlinge von heute sehr. In den überfüllten Quartieren der Innenstadt warten Zehntausende Menschen auf ihre Weiterreise. Oft müssen sie wochenlang ausharren. Der Hamburger Hafen ist für mehrere Millionen Immigranten die letzte Station in Europa. Die Überfahrt nach New York dauert Wochen, manchmal Monate. Die meiste Zeit sind die Menschen eingepfercht in sogenannten Zwischendecks. Die Reise ist oft ein Grauen. Das Essen ist verschimmelt. Jeder Fünfte stirbt während der Überfahrt im Zwischendeck an Schwäche und Krankheit. Der Name Zwischendeck ist wirklich treffend, denn es war zwischen den Decken eine schnell eingezimmerte Methode, noch Passagiere mitzunehmen. Rebecca Geithner ist Historikerin im Auswanderermuseum in Hamburg und hat einige Stunden im nachgebauten Zwischendeck verbracht. Ursprünglich waren eigentlich Waren transportiert worden von den USA nach Europa. Man hatte aber festgestellt, diese Masse an Auswanderern, das war ein enorm gutes, ja, Kapital. Damit konnte man wirklich Geld machen. Also baute man schnell diese Zwischendecks ein, zusammengezimmerte ja, Kojen, einfach wirklich sehr, sehr einfach gehalten. Aber die Ansprüche der Auswanderer stiegen einfach dadurch, dass es ein Wettbewerb wurde mit unterschiedlichen Reedereien, die sich ja bewarben um die Auswanderer, um die Gunst der Auswanderer. 83 Mark für eine Überfahrt. Günstiger als der Lloyd. Wer braucht noch eine Überfahrt? 83 Mark! Um diese Gunst der Auswanderer bemüht sich auch Albert Ballin. Er arbeitet sich hoch als Agent für Ausreisewillige und er ist geschäftstüchtig. So billig kommt ihr mit niemandem ins Traumland. Wir sind seit Wochen hier, kein Geld mehr. Nur 83 Mark. Ich versichere euch, so günstig kommt ihr nur mit mir über den großen Teich. Ich zeige euch auch alles, helfe euch, sag euch, wann ihr wo sein müsst. Ich bringe euch sogar zum Kai. 83 Mark. Wir sind zu viert. 332 Mark, ihr seid всех. Давай, я здесь больше не выдержу. 100, 200, 300. Торгуйся. 300? 332. 83 pro Nase, Festpreis, unverhandelbar. Ja oder nein? In 5 Tagen legt das Schiff ab.
Bei Sonnenaufgang bin ich hier und hole euch ab. Das Schlimmste habt ihr hinter euch, ja? Albert Ballin hatte ja eigentlich nur eine kleine Auswandereragentur. Aber sie war so erfolgreich, hat so viel Auswanderer vermittelt, einfach dadurch, was er anbot, dass die große Reederei Habag, also wirklich die Traditionsreederei hier in Hamburg, auf ihn aufmerksam wurde. Und was macht man mit einem Konkurrenten? Naja, man kauft ihn ein, man stellt ihn für sich ein, man bringt die Ideen, die er hat, mit in sein Unternehmen ein. Und später führte Albert Ballin die Habag zur größten Reederei der Welt. Mit Schnelldampfern betreibt er die Auswanderung im großen Stil und hat bei der Habag noch mehr vor. Möchtest du wirklich keinen Whisky, Hermann? Nein, danke. Du hast wieder Pläne? Das höre ich gern. Genau. Ich will, dass du uns den schnellsten Dampfer überhaupt baust. Und vor allem das größte Schiff im Deutschen Kaiserreich. Luxuriös und elegant. Für die Auswanderer? Nein. ‚150 Meter lang, 20 Knoten. Das sind sicher 250 Mann Besatzung. Das wird teuer. Ja, genau. Aber da sollen auch 250 Passagiere drauf. Und zwar Leute mit Geld. Ich will Vergnügungsreisen anbieten. Kreuzfahrten. Und du, Hermann, wirst mir das erste Schiff dafür bauen. Immer 4 Wochen Mittelmeer, ha? Gibraltar, Jaffa, Konstantinopel, vielleicht aber auch mal Westindien oder Spitzbergen. Ich garantiere dir, Hermann, Vergnügungsreisen sind die Zukunft der Schifffahrt. Auf die Zukunft. Ballin setzt seine Pläne schnell um. Und schon bald laufen neben luxuriösen Liniendampfern die ersten Kreuzfahrtschiffe vom Stapel und erobern die Welt. Die Reedereien bewerben exotische Regionen von der Levante bis ins ewige Eis. Albert Ballins Luxus- und Vergnügungsreisen bringen um die Jahrhundertwende eine neue und sehr lukrative Branche in Fahrt. Und der Hamburger Hafen entwickelt sich zum Hotspot für Schiffsreisen. Heute fahren jährlich über 500.000 Kreuzfahrtpassagiere vom Hamburger Hafen aus in die Welt. Vergnügungsreisen sind mehr denn je ein boomendes Geschäft für die Reedereien. Der Kreuzfahrttrend hilft auch den Werften. Bei Blohm und Voss im Trockendock überholen die Arbeiter die großen Cruise-Liner. Das sichert immerhin rund 1.000 Jobs. Zu Ballins Zeiten waren es über 20.000. Ende des 19. Jahrhunderts beginnen die Werften Eisenschiffe zu bauen. Andere Berufe sind nun gefragt. Die Schiffzimmerer, die ihr Leben lang Holzschiffe gebaut haben, müssen den Eisenwerkern weichen. Innerhalb weniger Jahre steigt der Hamburger Hafen weltweit zum wichtigsten Standort für Schiffsbau auf. Doch dann muss der Hafen wieder einen herben Schlag einstecken. 1892 bricht in Hamburg die Cholera aus. Fast 10.000 Menschen sterben. Hafenarbeiter desinfizieren jetzt die Armenviertel. Und ein junger Arzt kommt aus Berlin nach Hamburg. Schauen Sie gut hin. Ein Drama. Unwürdig für eine europäische Stadt. Wer sich nicht sauber hält, ist selbst dran schuld. Ekelhaft. Der ganze Unrat Hamburgs landet in der Elbe. Und woher kommt das Trinkwasser? Auch aus der Elbe. Es geht um die Wasserversorgung. Wir müssen endlich diese Filteranlagen bauen, die ja schon lange geplant sind. Sie müssen das in Angriff nehmen, meine Herren. Wir müssen überhaupt nichts.
Das sind doch die ganzen Auswanderer, die das Zeug hier reinschleppen. Ich bin Arzt. Ich weiß, wovon ich spreche. Das Wasser überträgt die Cholera. Und sie kommt immer wieder, wenn die Stadt nicht endlich etwas unternimmt. Hamburg versinkt im Müll und Kot. Jetzt übertreiben Sie aber. Meine Herren, bitte. Wenn Ihnen Ihre Stadt lieb ist, würde ich Ihnen anraten, schnell zu handeln. Der Arzt Bernhard Nocht kann den Senat überzeugen. Die Stadt lässt Brunnen bauen und das Wasser im Gängeviertel klären. Bald ist die Cholera unter Kontrolle. Nocht bleibt in Hamburg. Neue Aufgaben warten auf ihn. Der Hafen ist ein Einfallstor für Krankheiten aus aller Welt. Nicht nur in der Fracht stecken unbekannte Krankheitserreger. Es sind vor allem die Seeleute, die diese einschleppen. 1900 richtet Bernhard Nocht daher im Hafen eine Forschungsstation ein. Seit wann haben Sie denn das Fieber? Weiß nicht, mir ging es eigentlich schon die ganze Überfahrt mies. Warst du nur seekrank, du alte Landratte? Gib's doch ruhig zu, Mensch. Wo waren Sie denn genau? Zuletzt in Valparaiso, Chile. Da war eigentlich noch alles gut. Das ist so 5 Wochen her. Und unterwegs nochmal angehalten? An Land etwas getrunken? Etwas ist gut, Herr Doktor, ne? Irgendwelche Besuche bei Frauen? Naja, Sie wissen doch, wie das ist, oder? Sie haben eine sehr lange Fahrt, Herr Doktor. Oh ja, sehr, sehr lang. Ah. Nocht war der richtige, durchsetzungsfähige Mann am richtigen Ort zu der Zeit. Professor Rolf Horstmann ist der heutige Leiter des renommierten Bernhard-Nocht-Instituts für Tropenmedizin in Hamburg. Es war auch sehr viel Politik sicher involviert. Er musste sich da in Berlin durchsetzen und auch da, was man heute als Lobbyarbeit bezeichnen würde, musste er machen, um dann das Institut nach Hamburg zu legen. Das war sein Großwerk eigentlich. Noch heute ist das Bernhard-Nocht-Institut für seine Arbeit weltweit anerkannt. Jetzt erforschen dort die Wissenschaftler die Seuchen des 21. Jahrhunderts. Malaria, Denguefieber und Ebola. Den Cholera-Ausbruch 1892 haben die Auswanderer nicht zu verantworten. Trotzdem haben die Hamburger Angst vor den Immigranten und ihren möglichen Krankheiten. Viele von denen, die zu jener Zeit den Weg über Hamburg in die Welt wählen, kommen aus Deutschland. Erst wandern Kleinbauern und Handwerker aus Süddeutschland aus. Um die Jahrhundertwende folgen ärmere, ländliche Schichten aus Nord- und Ostdeutschland. Die meisten wollen nach Amerika. Dort warten Arbeit und Freiheit. Ihre erste Station ist Ellis Island vor New York, Sitz der Einreisebehörde. Über 10 Millionen Einwanderer durchlaufen sie. Die Immigration ist legal. Nur wer krank ist, darf nicht rein. Und wird abgeschoben. Diese Amerikaner. Die treiben uns noch in den Ruin mit ihrer Einwanderungspolitik. Die schicken jeden zurück, der nicht voll und ganz gesund ist. Auf unsere Kosten. So geht das nicht weiter. Wir machen unsere eigene Quarantäne. Herr Ballin? Wir bauen unsere eigenen Durchgangsunterkünfte. Und zwar mit getrennten Wohneinheiten, um Ansteckung zu vermeiden. Und es wird Impfungen geben. Das kostet ein Vermögen. Von wem wollen Sie das zurückholen? Von diesen armen Schluckern? Das werden wir uns schon wiederholen. Da machen Sie sich mal keine Sorgen. Tote Passagiere, die zahlen gar nichts. Für seine Passagiere baut Ballin in Hamburg die Auswandererhallen. 1901 gehen sie in Betrieb. Im Vergleich zu den überfüllten Quartieren in der Innenstadt sind diese Hallen beinahe Luxus.
Hier warten die Ausreisewilligen ein paar Tage auf ihre Überfahrt, abgeschirmt vom Rest Hamburgs. Die Auswandererhallen waren wirklich so eine Stadt in der Stadt. Und so nannte die Hapag das auch. Denn es gab praktisch alles, was man für das tägliche Leben brauchte. Man kam erst einmal an, wurde registriert, wurde kontrolliert, medizinisch untersucht. Und dann wurde man in Schlafsälen untergebracht. Heißt also Massenschlafsäle. Es gab aber natürlich auch Speisen. Denn im Allgemeinen blieb man so 3 bis 5 Tage im Schnitt hier in den Auswandererhallen. Man musste also etwas zu essen bekommen. Es gab 3 Mahlzeiten pro Tag. Und das muss man sagen, für 1900 wirklich sehr fortschrittlich. Es gab ein Gemischtwarenhändler, ein Friseursalon, es gab einen Spielplatz für die Kinder, später kam ja sogar noch ein Kino mit hinein. Außerdem gab es 2 Kirchen, eine katholische und eine protestantische. Und es gab auch eine Synagoge hier für die jüdischen Auswanderer. Nach der oft sehr langen Reise voller Strapazen müssen die Ankömmlinge erstmal in die Desinfektionsanstalt. Mehrere Köche sorgen dann für warmes Essen, auch koscheres. Die Schlafsäle sind nach Geschlechtern getrennt. Überhaupt wird nach Herkunft und Religion eingeteilt, um Streitereien zu vermeiden. Nach wenigen Tagen geht es dann an Bord. Die Schiffspassage ist im All-Inclusive-Reisepaket von Balin auch inbegriffen. Alles in allem ist es eine gut organisierte, humane Auswanderung. Es war natürlich auch Menschenfreundlichkeit mit dabei, denn theoretisch musste die Hapag das natürlich all diesen Luxus, in Anführungszeichen, nicht anbieten. Gleichzeitig machte das ja aber auch die Hapag zu einer wirklich Vorreiterrolle, denn das gab es in keinem anderen europäischen Hafen. Und ein Auswanderer, der überlegte, mit welcher Reederei er denn fährt, ist wahrscheinlich eher geneigt, mit einer Reederei zu fahren, wo er weiß, dass er sozusagen ein All-Inclusive-Package bekommt, in dem er die Unterkunft hier in Hamburg versorgt ist. Er weiß, er kann guten Gewissens alles essen. Er muss sich um nichts kümmern und das erleichtert dann die Entscheidung. Lange herrscht auf den Schiffen eine Zweiklassengesellschaft. Doch Balin bietet im Gegensatz zu den früheren Auswandererschiffen auch den Armen Annehmlichkeiten wie frische Luft. Denn die Zwischendecker bringen das Geld in der Masse. Ohne sie, sagt Balin mal, wäre er innerhalb weniger Wochen bankrott. Seine Zwischendecks sind komfortabler. Und doch. Obendrüber dinieren die Reichen bei Musik und Champagner. Ihr Haupt betten sie auf Damastkissen und Gymnastiklehrer bieten ein Sportprogramm an. Wer dafür zu bequem ist, entspannt sich an der Sonne. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts, während Balin von seiner Reiseflotte träumt, Bernhard Nocht im Hamburger Hafen Bakterien und Viren bekämpft, kommt ein anderer Deutscher nach Hamburg mit ganz anderen Träumen und Plänen. Kaiser Wilhelm II. 1901 verkündet er, Deutschlands Zukunft liege auf dem Wasser. Er will neben der Handels- und der Reiseflotte eine ganz neue Flotte bauen lassen, die Kriegsflotte. Blohm und Voss erhält riesige Aufträge und wächst zum größten Werftgelände der Welt an. Das kaiserliche Flottenprogramm ist auch eine gigantische Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Tausende Männer überqueren jetzt jeden Morgen die Elbe. Irgendwann bedrängen die Arbeitgeber den Senat mit Eingaben. Der lange Weg bei jeder Witterung sei nicht mehr zumutbar und koste vor allem Arbeitszeit. Wie würdest du all die Arbeiter über die Elbe schaffen? Brücken gehen nicht, wegen der Schiffe, oder? Ganz genau. Naja, bleibt nur... Unten drunter? Ja, genau. Das wäre ein gigantisches Bauwerk. Ja, dazu bist du doch Ingenieur. Bestimmt 1/2 Kilometer lang. Mindestens, sagen wir, 30 Meter tief. Dann können alle trocken durchspazieren. Schaffst du. Die Sicherheit bei dem Wasserdruck. Schaffst du?
sind Massen von Beton und Eisen. Und all die alten Männer im Senat, die müssen das Geld rausrücken. Schaffst du auch. Und wenn der Tunnel fertig ist, heiraten wir. Auch das schaffst du. Hm? Wir. Oh. Der junge Ingenieur Otto Stockhausen leitet ab 1907 das spektakulärste Bauvorhaben Europas. Fahrstuhlschächte bohren sich 28 Meter in die Tiefe. Unter der Elbe graben dann die Arbeiter Stück für Stück den Tunnel frei. Der neu entstandene Hohlraum wird sofort mit Beton und Eisen gesichert. Das Verfahren heißt Schildvortrieb und ermöglicht ohne Einsturz den 426 Meter langen Tunnel tief unter der Elbe zu graben. Der Tunnelbau hat für die Hamburger noch so manchen Nebeneffekt. Im Naturbad Steinwerder kommt es immer wieder zu kleinen Zwischenfällen. Oh, ist das herrlich! Wunderbar! Was ist das denn? Keine Angst, meine Damen. Das kommt vom Tunnelbau. Alles nur Luft. Guck mal! Die Konstruktion unter Wasser lässt immer wieder Druckluft entweichen. Doch was für die einen ein Vergnügen bedeutet, ist für andere Schwerstarbeit. Auf der Baustelle arbeiten 4000 Männer. Sie kommen vor allem aus Polen, Russland oder Italien. Ingenieure erzeugen im Tunnel einen hohen Luftdruck, um Wassereinbrüche zu verhindern. Das ist riskant. Die Arbeiter werden in Druckkammern den veränderten Bedingungen langsam angepasst. Trotzdem konzentriert sich Stickstoff in ihrem Blut. Diese schmerzhafte Taucherkrankheit kann tödliche Embolien verursachen. Die Stadt richtet extra ein Lazarett ein. Hier, das wird Sie aufwärmen. Grazie, lei è molto gentile. Und gut einwickeln, das ist wichtig. Sì, farà freddo. Der Pressluftarzt kommt gleich und wird Sie untersuchen. Nicht verstehen. Der Arzt, Doktore, damit Sie nicht krank werden. Ah, il dottore. Sì, sì, per favore. Der nächste bitte. Die Hamburger sind stolz auf ihren Elbtunnel. Zum Durchbruch kommt ein Fotograf. Und Stockhausen kann endlich seine Verlobte heiraten. Das umgerechnet 50 Millionen Euro teure Projekt ist vollbracht und wird 1911 eröffnet. Schon am ersten Tag zieht das neue Wahrzeichen des Hafens 60.000 Besucher an. Die Hamburger sind begeistert, auch weil der Tunnel für Fußgänger kostenlos ist. Auf Bestreben der Sozialdemokraten. Also für Deutschland war dieser Tunnel damals super modern. Ein Tunnel unter dem Wasser, unter der mächtigen Elbe, das gab es damals nicht. Weltweit betrachtet guckte man natürlich nach London, wo zur selben Zeit die U-Bahn entstand. Man guckte nach Amerika, wo große Infrastrukturprojekte sich entwickelten. Aber allenfalls konnte vielleicht Berlin mit diesen großartigen Projekten mithalten, die dann in Hamburg realisiert wurden. Auch oberirdisch soll Hamburgs Attraktion Maßstäbe setzen. Der Elbtunnel gilt als Kathedrale der Technik, Sinnbild des Fortschritts. Der eine oder andere Zeitgenosse ist anderer Meinung und mäkelt über den Eingang, einem Mausoleum nicht unähnlich. Die modernen Aufzüge stecken voller Zukunftstechnik. Und doch ist der Tunnel noch für Kutschen gebaut. Breite wie Höhe richten sich nach der Größe eines Pferdefuhrwerks. Mit Fertigstellung des Tunnels kommen die Arbeiter endlich schneller auf die andere Seite zu den Werften.
Dort wird zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein Schlachtschiff nach dem anderen gebaut. Das maritime Wettrüsten mit England hat begonnen und gerät unter Kaiser Wilhelm II. Außer Kontrolle. Deutschland wird fast über Nacht zur Seemacht und das Kaiserreich taumelt 1914 in den Ersten Weltkrieg und mit Volldampf in den Untergang. Vier Jahre später, 1918, ist der Krieg vorbei und verloren. Die Reedereien müssen den größten Teil ihrer Schiffe an die Siegermächte abgeben. Doch schon nach wenigen Jahren kommt wieder Leben in den Hafen. Neue Erfindungen wie der Elektrokarren und Frühformen des Gabelstaplers treiben die Hafenwirtschaft an. Immer mehr Spezialisten werden nun gebraucht. Der Hafen erholt sich. Doch mitten im Aufschwung der nächste Rückschlag. In New York krachen die Börsen zusammen. Als 1929 die Weltwirtschaftskrise begann, war es von vornherein klar, dass Hamburg, wie lange sie auch immer dauern würde, besonders darunter leiden würde. Denn Hamburg war ja nun mal die Drehscheibe zwischen dem Welthandel, der Weltwirtschaft und Deutschland schlechthin. Und genauso ist es dann auch gekommen. Arbeitslosigkeit und Inflation, Hunger und Depression sind die Folgen. Fast jeder zweite Hafenarbeiter verliert seinen Job. Wie immer in solchen Krisensituationen mussten die Hauptlast die abhängig Beschäftigten tragen. Und wenn wir nachlesen können, dass Blohm und Voss beispielsweise über 3/4 seiner Belegschaft hat entlassen müssen, dann können wir uns vorstellen, dass Zehntausende von Hafen- und Werftarbeitern betroffen waren. Denen ging es schlecht. Die Sozialversorgung gab es, die war aber nach heutigen Vorstellungen unterentwickelt. Und so wandten sich viele politisch extremen Kräften zu. . 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. 33 Mal besucht der Führer die Elbmetropole. Adolf Hitler mag Hamburg und die Hamburger mögen ihn. Jedenfalls die meisten. Für die neuen Machthaber ist der Hafen kein Handelsplatz mehr, sondern wieder eine Waffenschmiede. Bei Blohm und Voss werden Schlachtschiffe bestellt. Zum Stapellauf der Bismarck kommt Hitler persönlich. Es gibt durch die Rüstungsindustrie eine gewisse, zum Teil direkte oder indirekte Wirtschaftsförderung. Maschinenbau, Schwerindustrie profitieren erheblich, auch der Schiffbau in einem gewissen Rahmen, so dass es eine große Bereitschaft gibt, entweder über gesellschaftliche Missstände, Unfreiheit, Abschaffung der Demokratie mindestens hinwegzusehen, wenn nicht das sogar zu begrüßen. Das gibt es auch und gerade unter Hamburger Kaufleuten, unter Hamburger Industriellen und im Grunde im Hamburger Großbürgertum sehr weit verbreitet. Auch die deutsche Werft in Finkenwerder profitiert vom Rüstungswahn der Nationalsozialisten. U-Boote laufen serienweise vom Stapel. Innerhalb weniger Jahre besitzt das Deutsche Reich über 50 dieser Kriegsschiffe. Die Kriegsmaschine kurbelt nicht nur die Hafenwirtschaft an. Auch in der Stadt gibt es neue Bauvorhaben.
Eine gesunde Jugend soll in einem gesunden Groß-Hamburg aufwachsen. Die architektonischen Ambitionen führen so weit, dass Hitler einen Wettbewerb für die Neugestaltung Hamburgs ausschreiben lässt. Ja, moin erstmal. Heil Hitler. Heil Hitler. Herr Gauleiter. Ist der Architekt gut schon im Büro? Ja, kommen Sie bitte. Herr Gutschow! Monumental, habe ich gesagt. Klotzen, nicht kleckern. Herr Gutschow, Besuch. Herr Gauleiter, was verschafft mir die Ehre? Heil Hitler, ich habe Neuigkeiten für Sie, Gutschow. Fräulein Hansen, öffnen Sie mal eine Flasche von dem Guten. Es gibt etwas zu feiern. Das ist eine große Ehre. Etwa gewonnen? Jawohl. Wir bauen ganz Hamburg um. Hab ich doch gesagt. Klotzen! Hitler hat Großes vor für das Nordufer der Elbe. Und die Pläne des jungen Architekten sind ganz nach seinem Geschmack. Konstantin Gutschow will das Stadtzentrum von der Alster an die Elbe verlegen. Für das Bauvorhaben müssten 40.000 Menschen weichen. Geplant hat er auch ein Hochhaus für die Gauleitung, dahinter eine Volkshalle und einen Platz für Massenaufmärsche. Realisiert wird Gutschows Vision nicht mehr. Der Zweite Weltkrieg durchkreuzt seine Pläne für Hamburg. Am 1. September 1939 greifen die Deutschen Polen an. Millionen Soldaten ziehen in den Krieg, unter ihnen auch viele Hamburger Hafenarbeiter. Bei Kriegsausbruch wurden sicherlich nicht sogleich alle abhängig Beschäftigten zum Kriegsdienst herangezogen, insbesondere die nicht, auf deren Arbeit man nicht ohne weiteres verzichten konnte. Aber je geringer der Qualifikationsgrad der Beschäftigten war, desto leichter wurden sie zum Militär eingezogen und dann durch Kräfte ersetzt, die entweder aus Kriegsgefangenen bestanden oder zum Teil auch aus Konzentrationslagern kamen. Das KZ Neuengamme hat im Hafen mehrere Außenstellen unterhalten, bei gut bekannten Betrieben. Und die haben dort bis zum Kriegsende arbeiten müssen. Und im Hafen haben auch vom hannoverschen Bahnhof aus umfangreiche Deportationen stattgefunden. Die Stadt leistet kaum Widerstand. Von den 200.000 Hamburger Juden, die hier leben, schafft es nur die Hälfte rechtzeitig zu fliehen. Die Alliierten wollen die NS-Gewaltherrschaft zerstören und werfen Bomben. Im Sommer 1943 sterben im sogenannten Feuersturm 40.000 Menschen. Die Stadt liegt nach mehreren Angriffswellen britischer Bomber in Schutt und Asche. Operation Gomorra. Die Hamburger aber räumen auf und gehen wieder zur Arbeit, mitten in den rauchenden Ruinen.
Man konnte in Hamburg sicherlich nicht überrascht sein, dass über dieser Stadt, die in Deutschland die drittwichtigste in puncto Industrie war, irgendwann mal Massen von Bomben abgeworfen werden würden. Mineralölbetriebe, Kriegsschiffe, weitere kriegswichtige Industrie. Das war ein Kriegsziel erster Sorte. Ab 1944 ist vermehrt der Hafen im Visier der Alliierten. Ihr letzter großer Luftangriff auf Hamburg und seine Werften findet im April 1945 statt. Kurz vor Kriegsende. Das Kriegsziel der Demoralisierung ist sicherlich nur partiell erreicht worden. Viele Leute haben die Stadt verlassen, viele Leute haben die Stadt auch verlassen müssen. Gleichwohl habe ich nicht den Eindruck, dass damals in der Bevölkerung anti-britische, anti-amerikanische, anti-alliierte Ressentiments entstanden wären. Mai 1945. Britische Truppen kommen nach Hamburg. Der Krieg ist vorbei. Der Hafen ein Wrack. Was übrig bleibt, gleicht einem Skelett. Kaputt und nutzlos ragen die Kräne in den Himmel. Trümmerhaufen säumen die Straßen. In dieser Geisterstadt kann keiner leben. In diesem verletzten Hafen kaum einer arbeiten. Zu 80% ist der Hafen zerstört gewesen. Man hat 10 Jahre gebraucht, um ihn wieder aufzubauen. Am Anfang war das dadurch erschwert, dass nun zunächst mal aufgeräumt werden musste. Tausende von Schiffswracks verstopften den Hafen und die Kanäle. Und es kam erschwerend hinzu, dass die Alliierten sich das Kriegsziel der Demontage gesetzt hatten. Die britische Besatzungsmacht ist hier vergleichsweise großzügig umgegangen und 1950 sind diese Maßnahmen dann auch eingestellt worden. Und vielmehr sind dann die westdeutschen Reindustrialisierungsversuche alliierterseits unterstützt worden. Das hat nun schon was mit dem frühen Stadium des Kalten Krieges zu tun. Kanzler Ludwig Erhard kommt in den 60ern mitten im Kalten Krieg zum Hafengeburtstag und erinnert an das Wesentliche. Und möge Hamburg, mögen seine Bürger nie vergessen, dass es die Freiheit gewesen ist, die ihnen die Tore zur Welt eröffnet hat. Das Wirtschaftswunder ist in vollem Gange. Der Hamburger Hafen boomt. Der Hamburger Hafen ist sicherlich ein großes Triebrad im Wirtschaftswunder. Über den Hafen werden eben viele Rohstoffe nach Deutschland eingeführt. Aus dem Hafen heraus werden viele Produkte wie Maschinen, wie Halbfertigprodukte, wie Stahlwaren, die eben in Deutschland produziert werden, in alle Herren Länder wieder exportiert. Insofern ist der Hafen ganz unmittelbar in die Erfolge der zweiten Hälfte der 50er Jahre und auch der 60er Jahre eingebunden. Und davon profitieren eben auch viele Hamburger durch Arbeit, aber eben auch durch den Aufbau und den Ausbau ihrer Geschäfte. Im Wirtschaftswunder wollen viele Deutsche nicht über die Vergangenheit nachdenken. Sie wollen einen Neuanfang und konsumieren. Als der Wiederaufbau fast geschafft ist, kommt der nächste Rückschlag. Eine verheerende Sturmflut. Im Februar 1962 brechen die Deiche. Hunderte Menschen sterben. Viele können nur noch aus der Luft gerettet werden. Die Katastrophe zeigt mit aller Gewalt, dass die Elbe Hamburg und dem Hafen nicht nur Wohlstand bringt. Nach der Flutkatastrophe von 1962 werden zunächst die alten Deiche wieder hergerichtet. Niedrig liegende Hafengebiete werden teilweise erhöht, teilweise auch
zusammengefasst unter Beteiligung der Stadt Hamburg, aber auch unter finanzieller Beteiligung der Hamburger Unternehmen. Seit den 60er Jahren verändert eine simple Erfindung eines jungen Amerikaners den Hamburger Hafen für immer. Schon in den 1930ern hat Malcolm McLean beschlossen, seine Ware nicht mehr umständlich vom Truck auf die Schiffe zu verladen, sondern mit den Lastern direkt an Deck zu fahren, nur ohne Fahrgestell. Der Container ist erfunden. 1956 läuft das erste Schiff mit seinen Stahlkisten an Bord aus. Stolz verkündet McLean: Ich habe keine Schiffe, ich habe zur See fahrende Laster. Die neue Stahlkiste wird ab den 60er Jahren zur Norm und zum Motor der Globalisierung. Der Container beschleunigt den Umschlag dramatisch. Als am Hafen noch Ballen und Fässer auf Sackkarren und mit Muskelkraft geschleppt wurden, brauchten 100 Arbeiter 100 Tage, um das zu laden, was heute der Computer mit dem Container an einem Tag schafft. Die fortschreitende Digitalisierung macht den einfachen Hafenarbeiter überflüssig. Nie zuvor in seiner Geschichte war der Hamburger Hafen so sehr im Wandel wie heute. Immer mehr Land erobert er als Lagerfläche. Ganze Dörfer mussten dafür schon weichen. Die Elbe wird immer breiter und tiefer für immer größer werdende Schiffe. Gegen seine Konkurrenz im In- und Ausland wird sich der Hafen weiter behaupten müssen, auch in den kommenden Jahrhunderten. Er wird neue Herausforderungen meistern müssen als Arbeitgeber inmitten von Stadt und Natur. Für Millionen Touristen, die von Hamburg aus in die Welt fahren, muss er attraktiv bleiben und nachhaltig werden. Die Stadt erobert sich Teile des alten Hafens zurück. Auf dem einstigen Kaispeicher A thront nun die Elbphilharmonie als neues Wahrzeichen. Der ursprüngliche Zweck des Hafens, ein Handelsplatz zu sein, ist ein Stück weit der Kultur und dem Vergnügen gewichen. Die eigentliche Idee aber ist geblieben, Menschen aus aller Welt anzulocken, Waren aus aller Welt umzuschlagen und Geld zu verdienen. Der Aufstieg Hamburgs zum Welthafen begann vor über 800 Jahren mit einer Vision. Er gelang mit Härte und Fleiß, mit Mut und viel Arbeit und mit der einen oder anderen List.